Das ist Ethan B. Bradley, Hollywood-Star und Klimaaktivist. Für den Schutz der Kaiserpinguine produzierte er eine aufrüttelnde Doku. Aber auch wenn Sie nicht Ethan B. Bradley sind, können Sie ganz einfach in die Zukunft unseres Planeten investieren. Und wie das geht, finden wir zusammen heraus. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse. Oberberg aktuell ist heute beim ADAC MX Masters in Bielstein. Auf dem historischen Waldkurs verfolgen weit über 5000 Menschen hochklassigen Action-Rennsport. Ja genau, ich hatte am Dienstag im Hotel und dann am Dienstag auf dem Wald. Ja, Herr Steinhausen, dritte Veranstaltung dieser Rennserie. Die Leute freuen sich wahrscheinlich nach 2 Jahren Corona-Pause. Letztes Jahr gab es zwar schon mal eine Veranstaltung, aber dieses Jahr wieder volle Kapelle. Volle Kapelle. Wir freuen uns diebisch, dass so viele gekommen sind, wenn der Waldkurs ruft. Wir haben ein tolles Wochenende, wir hatten gestern schon ein tolles Racing hier. Und ja, die Zuschauer strömen noch rein in der Mittagspause. Super Zeichen, dass wir in der Region gut verwurzelt sind und ankommen. Sie sagten gerade schon im Vorgespräch, dass Sie erstmals jetzt einen zusätzlichen Zuschauerparkplatz öffnen müssten. Wie viele Leute kommen jetzt an diesem Wochenende ungefähr? Naja, unsere Hoffnung lag so bei 5000. Das wäre ein guter Sprung gewesen von 3,5, die wir letztes Jahr nur zulassen durften aufgrund Covid. Eine Steigerung hatten wir uns erhofft. Ich bin jetzt seit 10, 11 Jahren hier beim MSC tätig und habe das persönlich noch nicht erlebt, dass wir diese alten Parkflächen aus den goldenen Zeiten nochmal öffnen durften. Abgerundet wird das Wochenende für die Motorsportfans durch viele Aktionen. Von der Autogrammstunde über den Gang durchs Fahrerlager, bei dem man den Mechanikern über die Schultern schauen kann, bis hin zu den kulinarischen Köstlichkeiten an den Foodtrucks. Ja, ich stehe ja mit der Anni aus Morsbach, die ist zum ersten Mal hier beim Motocross in Bielstein. Wie ist es denn so? Unbeschreiblich. Also hier muss einfach jeder mal hin. Es ist eine Mega-Stimmung. Es ist Wahnsinn. Wirklich, ganz toll. Und für die Kleinen auch wahrscheinlich eine Riesenerfahrung? Es ist für die Kinder sehr, sehr beeindruckend. Also ich finde so ab 5, 6, es ist halt sehr laut. Aber ganz toll. Also die Kinder werden hier so herzlich empfangen. Denen wird die Maschine gezeigt. Also es ist auch für Kinder ganz toll. Fahren Sie denn auch selber Motorrad? Leider nein. Aber meine Kleine fährt Quad und ist total begeistert von den Maschinen. Ich denke, wir werden bald umsteigen. Wir suchen noch den Sponsor, dann läuft es. Also eine zukünftige Pilotin. Ja, da gehen wir mal stark von aus. Das Rennen hier gibt es ja seit Anfang der 50er Jahre. Was macht die Faszination dieses Rennkurses aus? Genau, bei uns ist, wir versuchen bei den Wurzeln zu bleiben. Das ist die älteste Motocross-Rennstrecke, die auf dem Level überhaupt noch aktiv ist. Das bedeutet für uns immer viel Arbeit. Wir haben einen Mix aus Oldschool-Elementen, also klassischer Routenführung durch den Wald, rüber in Straßenquerung auf eine Wiese. Und haben das gespickt mit modernen Fahrtechnikelementen, großen Sprüngen, Wellenpassagen, Splitlanes. Wie ist das Feedback der Fahrer? Bis jetzt durchweg positiv, also es kommt immer bei Motorsportlern darauf an, wen man fragt. Die Jungs, die vorne fahren, sind immer happy. Und wo es nicht so klappt, die kriegen auch schon mal, na klar, da kriegen wir negatives Feedback. Aber wir wollen, dass es eine Challenge ist. Das soll technisch anspruchsvoll sein. Wir haben hier zwei Bodenarten, die Wiese einerseits und einen sehr steinigen Waldbereich. Unsere Bewässerungscrew macht einen super Job. Wir versuchen, den Boden griffig zu halten. Aber ja, das ist unser Job dann eben auch. Ja, wir sind hier mit zwei Rennsportfans. Was macht denn für euch die Faszination an diesem Rennen hier aus? Ich finde es total schön. Wir haben halt hier viele Bekannte, die halt auch selber fahren. Hier bei dem Rennen jetzt selber leider nicht. Aber es macht halt umso mehr Spaß, halt mitfiebern zu können.
Ja, und das fasziniert mich schon mein Leben lang am Motorsportkurs. Ja, auch der Motorsport an sich. Wir gucken uns immer gerne die schnellen Rennen an. Und es war jetzt so lange eine Pause wegen Corona und dann haben wir gedacht, das gucken wir uns an. Da kommt man dann auch mal extra aus der Eifel hier ins Oberbergische. Ja, genau. Auch beide Tage. Die Fahrt ist auf jeden Fall wert, nach hier zu kommen. Habt ihr denn hier einen Favoriten? Mein Favorit? Definitiv Tim Koch. Wie wichtig ist es, dass hier auch gerade lokale Fahrer wie der Lukas Platt antreten? Ja, wir haben zwei coole Jungs bei uns an Bord. Das ist einmal der Lukas Platt natürlich, der in seiner Trainingsgruppe starker Dritter war, im ersten Lauf auch ganz gut unterwegs war. Das ist für unseren Verein super wertvoll, aber auch ein gutes Zeichen, dass das Profisport noch möglich ist im Oberbergischen, also professioneller Motocross-Sport. Und also als zweites zu nennen wäre sicherlich der Justin Heimann aus Much, der heute sein erstes Youngster-Finale gefahren ist im ersten Anlauf. Also das ist echt mega und hat sich wacker geschlagen und da ist unser Verein stolz drauf und freut sich darüber, dass das alles so ein bisschen zusammenläuft gerade. Ich stehe jetzt mit Lukas Platt hier, dem Lokalmatadoren aus Derschlag. Wie zufrieden sind Sie denn bisher mit dem Wochenende? Ja, super zufrieden. Gestern hatten wir das Zeittraining oder die Qualifikation und da konnte ich mit P3 schon echt ein Highlight setzen. Das bedeutet, dass ich mir den Startplatz als Fünftes machen kann, was super, 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 super gut ist, wo ich absolut zufrieden mit bin bei dem Starterfeld, gerade mit den WM-Gastfahrern. Und gestern 12. Platz hört sich erstmal nicht so gut an. Ich kam ein bisschen weiter von hinten, bin vorgefahren, fahren war okay. Aber heute ein bisschen verändert, ein bisschen mehr Druck gemacht auf den Rasten und heute bin ich echt zufrieden. Hatten gerade eben den zweiten Lauf mit 10, das passt schon, weil ich habe mir Top 10 vorgenommen dieses Jahr und 10 ist Top 10 und ja, alles gut. Sie sind ja erst seit dieser Saison Profifahrer, vorher Tischlergeselle. Wie schwer war dieser Sprung in den Profibereich? Ja, in erster Linie war es finanziell schwer zu stemmen, weil wenn man nicht mehr arbeiten geht, dann braucht man ja auch ein bisschen Geld, um sich zu versichern. Man will ja auch den Kühlschrank füllen, man muss Miete zahlen. Das war so eigentlich der schwere Faktor, um das umzusetzen. Im Prinzip ist es jetzt aber ein bisschen angenehmer. Ich kann jetzt tagsüber meinen Sport machen, kann Motorrad fahren. Das alles passiert jetzt schon von morgens bis nachmittags 4:30, dann habe ich Feierabend. Vorher ging das jahrelang immer nur ab 4:30 und das ging dann halt auch bis 9 oder 10 Uhr abends. Und ich denke, meine Freundin freut sich jetzt auch mal, dass ich ein bisschen Zeit habe abends. Und ich bin super happy und ich hoffe sehr, dass ich das nächstes Jahr nochmal machen kann. Was sind jetzt noch die Ziele für die nächsten Jahre? Ja, in erster Linie habe ich mir die Ziele für dieses Jahr gesteckt. Also ich möchte ganz klar in den Top 10 am Ende der Saison stehen. Und ich hoffe, dass ich meine Sponsoren zufriedenstelle und dass die nochmal ein Jahr mit mir zusammen nächstes Jahr weitermachen. Und dann gucken wir einfach weiter.